Dresdner Stadt schwärmt. Falk und Pellegrino siegen bei Dresdner Weltcup-Premiere. Johannes Klebo schrieb nach dem Rennen fleißig Autogramm. Die Skifans standen Schlange. Dresden minus die Schwedin Hanna Falk und der Italiener Federico Pellegrino haben die Premiere des Weltcup City Sprints vor tausenden Zuschauern am Dresdner Albufer gewonnen, und Oberwiesenthal 6 Skilanglauf Star Claudia Neustadt kam ins Schwärmen, so etwas hätten wir uns damals gewünscht. Bereits am ersten Tag des Spektakels herrschte in der Robotron Arena eine tolle Stimmung. Ein Schrei war trotzdem deutlich zu hören. Der Trainer des siegreichen Italieners rastete regelrecht aus, als sein Schützling die Ziellinie als erster überquerte. Am Mo und Dresden, wie Ex-Top-Skiläufer Tobias Angerer den Mini-Hügel am Königsufer taufte, setzte Pellegrino zum Angriff an und vernaschte den großen Favoriten Johannes Klebo. Nach der Siegerehrung ließ der Triumphator von Ed Florenz den Sektkorken fliegen, während der Norweger und Gesamtweltcup-Zweite fleißig Autogramme gab. Rang 3 holte sich Lukas Kanavat. Der Franzose war zuvor im Prolog noch der Schnellste. Die 1,2 Kilometer am Elbe verlief er an 1:50:42 Minuten, macht ein Tempo von gut 40 km/h. Lokalmatador Richard Leupold landete mit seiner Zeit von 2:03:12 Minuten nur auf Rang 64 von 67 Startern. Am Start fehlte den deutschen Mädels wie hier Elisabeth Schicho, R. der Booms, um sich gleich unter den ersten drei festzusetzen. Bester Deutscher war Sebastian Eisenlauer, der als 22. ins Viertelfinale einzog, dort aber als Dritte den Einzug ins Halbfinale haarscharf verpasste. Es ist bitter, aber ich bin extrem schlecht gestartet, räumte der Sonderofener ein. Auf der Strecke ist es eng, da kommst du kaum vorbei. Aber die Veranstaltung ist super, von der Organisation bis zur Stimmung und die Strecke fest und schnell. Die Laune von Andreas Schlüter passte dagegen nicht zu der Partylaune der Besucher am Elbufer. Die Zielvorgabe des sportlichen Leiters der Deutschen hieß für die Damen, Finalteilnahme. Den Endlauf der besten sechs erreichten sie nicht. Grundsätzlich sind die Platzierungen mit Platz 8 von Elisabeth Schichu und Rang 10 von Hanna Kolb okay, aber es war mehr möglich, so der 45-Jährige. Es ist eine Strecke, wo du nach dem Start unter den ersten drei sein musst, das ist uns nicht gelungen. Nun müssen wir im Tempsprint angreifen. Der ist heute. Ab 9.15 Uhr geht's mit den Qualis los, 11 bis 12 Uhr sind die Finals. Vielleicht hat dann auch die große Favoritin Stina Nilsson mehr Glück. Die Schwedin bekam im Finale einen Stock zwischen die Ski, musste bremsen, verlor die Führung und kam als Sechste und Letzte ins Ziel. Die Tribüne am Startzielbereich war brechend voll. Allein hier feuerten über 3000 Zuschauer die Langlaufstars an. Der Italiener und Sprintsieger Federico Pellegrino ließ gestern die Korken knallen und hatte sichtlich Spaß. Die Schwedinnen Maja Dahlqvist, VL, Hanna Falk und die Amerikanerin Sophie Caldwell machten den Sieg unter sich aus. Am Ende hatte Falk vor ihrer Landsmannin die Nase vorn.